Wie hat er das oben gemacht? Oben würde mich das mal interessieren. Oh, Bilder. Wie hat er das denn gebaut? Mit dem Garten innen? Ja, voll gut. Das sind ja diese Blöcke, mit denen man bauen kann. Ach so. Oh, das ist auch schön. Das will ich auch so haben. Oh! Hauptsache ein Whirlpool. Oh, das ist ja schön. Was Na, ist schön? dieser Fluss hier, dieser kleine Teich hier mittendrin. Das ist so schön. Ja, sag ich doch. Und er hat eine Badewanne. Ja. Auch eine Badewanne. Oh, der hat einen Whirlpool. Der hat einen Whirlpool. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld das gekostet hat, alles. Ich auch nicht. Wahrscheinlich bezahlt so für jedes kleine Teil irgendwie 10 Euro oder sowas. Was ist das hier drüben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er hat auch nur 8 Felder. Ah, hier drüben. Alter. Alter. Hier ist auch noch mal ein Whirlpool. Warum Whirlpool? War auch ein Whirlpool. Na, jetzt sind wir schon wieder über die Zeit hinaus. Oh Mann. Aber ich glaube, das werden wir uns das nächste Mal. Schwungroom. Okay, gucken wir da mal rein. Okay. Voll krass. Oh, wie schön. Oh, so viele schöne Blumen. Oh, das ist toll. Das mag ich. Ich will auch diesen Teich haben. Wo kann man diesen Teich herkriegen? Der hat ein Baumhaus. Der hat ein Hä? Baumhaus. Wo? Schwungroom oder sowas heißt der Typ. Ach so, du bist schon wieder bei der anderen, ne? Ja. Der hat sich einfach ein Baumhaus gebaut. Wie cool ist das denn? Mit einem Sternegucker. Hui. Warte mal, denn hier vorne war doch gerade eben abgebaut, oder nicht? Oh, das ist ja auch toll. Ich will auch einen Springbrunnen. Wo ist das? Okay. Ah, okay. Das ist ja voll geil. So einen Baum will ich auch haben. So viele Kuscheltiere. Und wie hat er die denn bitte hier reingekriegt? Wie hat er denn bitte die denn Bäume hier reingekriegt? Das hat er doch irgendwie geschieht, oder nicht? Also wer so die Häuser baut oder so, der muss schieben. Oh, der hat Aquarien hier drinne. So viele Schmelzen. Boah, so viele Segen. Ich würde gar nicht wissen, wie viel Geld er dafür ausgegeben hat, wenn das hier alles reinpasst. Boah, wie hübsch einfach. Aber es ist alles so dermaßen vollgestellt, dass man gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Okay, hier ist nur ein Flur. Bin ich denn jetzt hier? Hier hat er auch noch ein kleines Häuschen gebaut. Dann noch ein Pavillon. Alter. Schade, dass man die Fische nicht klauen kann. Kommst du wieder alles leer? Dann hab ich bestohlen. Voll gut. Witch Wonderfair. Okay, ich hab Angst. Ich wollte eigentlich aufhören. Ich wollte eigentlich rauchen, aber es wäre. Alter, was ist das? What the fuck? Gucken wir mal. Boah, warum hat die hier überall so Fährbäume? Oh, ist das süß gemacht?
Das mag ich voll. Boah, ich mag das, dass es hier einfach so ein bisschen schief weggeht. Oh, die hat sich hier eine kleine Bühne gebaut. Wie cool ist das denn bitte? Oh, schön. Das mag ich. Okay. Also Jutta, wir werden so niemals bauen können. Nein. Also selbst du nicht. Und du kannst schon gut bauen. Ja. Das hat sie alles so selber zusammen sich geschustert. Mhm. Oh, ich will auch so einen haben. Die hat so ein Durchdingsbums. So einen großen Teil hier. Wie heißt das? Rosengartentor. Das will ich auch haben. Kann ich das nicht mitnehmen? Bist du bei Witch Wonder Fair? Ja. Ich will auch so einen Rosenteil. Ich habe keine Ahnung. Und ich war ganz stolz darauf, dass ich das jetzt so schön gemacht habe. Mit dem Gehweg. Ich will auch so einen Rosenteil haben. Und so. Oh, ist das schön. Oh, ich will das auch haben. So mit was den denn? Hier hinten hinter der Bar, ich weiß nicht, da, die hat so eine selbstgebaute Bar und rechts daneben, das sind so blaue Teile. Und da kommen so lila Pflanzen runter. Das sieht irgendwie aus wie so, ja, ah, okay. So ein Carport mit Blumen drin. Hm. Ich will auch sowas. Werden wir wahrscheinlich wohl irgendwann alles freischalten. Ja, wann? Ich will auch sowas haben hier, sowas. Sowas will ich auch haben. Warum hat die sowas? Das kann man garantiert nochmal irgendwo kaufen oder so. Ich finde den Wagen gut. Ja. Ab nach Hause. Ich muss nach Hause, sonst kommen wir gar nicht mehr weg. Obwohl, einen will ich noch angucken. Einen noch. Sunflower Paradies. Eigentlich ist vorbei jetzt. Ja, ich habe noch 13 Minuten. Ich nicht, Leute. Deswegen sage ich jetzt tschüss, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Das ist eher unser Stil. Aber warum haben die hier so schöne... Warte mal, haben die hier einen Reiterhof? Warte mal. Können die das vielleicht mit diesem Stab machen? Kann sein, dass das wirklich mit dem Stab war. Dass man damit alles machen kann? Wo bin ich hier? Hä? Wo bin ich gelandet? Hä? Du wolltest mich doch verarschen. Hä? Das war doch aber das letzte Mal, als sie daran vorbeigelaufen sind, war das aber noch nicht auf, oder? Was? Naja, hinten das Tor im Bahari. Welches Tor im Bahari? Das goldene Tor, was da steht. Das war doch nicht auf, oder? Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich zu Hause. Ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Vielleicht tatsächlich mit dem Zauberstab, dass wir das denn machen können. Müssen wir gucken. Ja. Ja, gut, das nächste Mal bauen wir dann weiter. 5x3 sind 15. 16 Folgen. Wir wollen ja dieses... Wie heißt das nochmal? Glückgeboren. Ja. Okay. So, ja, dann neuer Ordner. Öffnen. Ach, dafür brauchen wir noch mehr Holz. Okay.
noch mehr Holz. Ich wusste gar nicht, dass ich alles davon weggegeben habe. Ich hab nur das, was ich gesammelt habe, irgendwie weggeschmissen. Ich habe auch schon wieder einen Brief gekriegt. Ich habe jetzt schon wieder einen Brief gekriegt. Sei Grüße, ich glaube, du bist endlich bereit, dich ein paar wirklich spannenden alten Rezepte zu beschäftigen, die ich gefunden habe. Sie basieren auf den Drachen und sind so besonders für mich. Ich kann es kaum erwarten, sie dir zu zeigen. Ah ja. Das ist schön. Und die nächsten Teile. Ja gut, dann rennen wir noch mal kurz am Tisch und dann machen wir Aufschluss für heute. Ich hab mich... Oh, ist schon wieder 0 Uhr, fuck. Aha, deswegen sagt Chrissy ja von wegen, wann ich endlich ins Bett komme. Ja. Ja, das sind wir ja, ich wollte ja eigentlich schon davor Feierabend machen, aber dann habe ich ja dieses komische Zeug da entdeckt. Hätte geht doch viel zu schnell rum, wenn die Kinder eigentlich pennen. Morgen schon wieder Freitag. Ja. Morgen ist schon wieder Freitag. Morgen ist ein Putztag hier. Das sieht hier überall aus wie Sau. Ich muss morgen auch noch wieder ein bisschen was putzen. Dann kriege ich hier ein bisschen schweren Anfall. Muss endlich gewischt werden. Die Küche muss endlich mal wieder richtig sauber gemacht werden. Ich will auch so einen Bachlauf haben, der ist voll toll. Ja. Good to see you. Ja, du willst mir doch irgendwas geben. So, was können wir uns denn jetzt bauen? Drachenflutbett. Okay. Okay, jetzt sind aber beinahe da. Beinahe angekommen. Morgen Wäsche aufsetzen? Ja, das habe ich Gott sei Dank schon hinter mir. Wäsche bin ich schon durch. An Küche machen? Überlegen, was wir Samstag machen wollen mit den Kindern. Samstag ist letzte Ferienpassaktion. Machst du denn Schönes? Film. Film Nachmittag. Dürfen sich von 3 Filmen, glaube ich, irgendwie in der Gruppe ein zusammen aussuchen und dann gucken sie den gemeinsam mit Popcorn, Zuckerwatte, Eis und was nicht. Super. Ja, du, das soll den letzten paar Tage dann noch genießen, ne? Wenn sie denn nur haben. Ranch House, wo. Wie hieß muss das so viel Zucker sein? Ja, ist nun mal so. Heimat? Ich meine Popcorn, okay. Aber die Krawatte muss wegbleiben. Ach, dafür brauche ich auch wieder Holz. Holz, 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 Holz. Aber alles Holz verbraucht. Ah, ja. Und wir haben ja noch 2600. Das muss alles gesägt werden. Das dauert eben halt lange. Wo kriegst du das jetzt hin? Können wir eigentlich noch eine Tischsäge bauen? Ich bin Ladybug.
Einfache Siege. Da können wir auch im Moment nicht bauen. Wo kann man denn jetzt Ausgabe Ordner? Ändern? Keine Ahnung, musst du gucken. Gute Luki machen. Natürlich nicht. Ach komm. Schneiden wir jetzt hier das einzelne Video. Schneiden. Drei Stunden sind. Die Palea-Videos jetzt geworden. Kann ich nicht sagen. Ich nicht sehen. So, 3x3 sind 9. 10. 10 Videos. Achso, die 10 Videos gehen natürlich, ne? Bretter. Ihr Lieben, das war diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Tschüss.